Drüben, in West-Berlin, kommt Mitte August ein Star in die Stadt. Und niemand bekommt es mit. Er ist begeistert von der Inselstadt, der Morbidität der Mauer. Ausgelaugt von einem Tourneemarathon, spindeldürr wie im Science-Fiction-Film Der Mann, der vom Himmel fiel. David Bowie spielt einen Außerirdischen auf der Erde. Und vor allem sich selbst. Blass und androgyn, out of space. Durch Anspielungen und die exzentrische Umsetzung schafft der Film einen doppelten Boden mit Bezug auf den Zeitgeist. Konsum und Medienkritik klingen an. Per aspera ad astra. Durch das Dunkel zu den Sternen. Von einem anderen Stern in einen neuen Kosmos. West-Berlin. Hier verwandelt sich Bowie, zumindest äußerlich, vom androgynen Alien in einen Arbeiter. Er hat versucht, glaube ich, ganz normal, wie ein normaler Bürger, zu erscheinen in der Öffentlichkeit. Und im Studio, also hat er ja auch Schnäuzer getragen. Wie ein Arbeiter ist er mir da vorgekommen. Und so hat er sich auch verhalten. Und hat also da wirklich auch gut mitgearbeitet. Am 21. August trifft Toningenieur Eduard Meyer in den Hansa-Studios David Bowie und seinen Produzenten Tony Visconti. Sie arbeiten an einer neuen Platte. Die Hansa-Studios liegen direkt an der Mauer, an der Brache des Potsdamer Platz. David Bowie macht damit seine ganz eigenen Erfahrungen. Als wir zu dritt vor diesem Pult standen in der Köthner Straße und wir also durchs Fenster geschaut haben und dort hinten den Wachturm sahen mit zwei Grepos von der DDR. Das war Luftlinie 200, 300 Meter und die hatten also große Ferngläser, mit denen sie also, glaube ich, bis in den Regieraum reingucken konnten. Und man konnte das auch hören, weil wir im Sommer natürlich mit offenem Fenster gearbeitet haben. Und dann habe ich mir eine Lampe von der Decke genommen und habe die zu denen hingedreht. Und in dem Moment haben sich beide unter das Mischpult verkrochen und waren also völlig irritiert und dachten also jetzt gleich antworten die da mit den Möglichkeiten, die die haben, mit Maschinengewehren. Und ich sage, nein, die haben uns sehr gern und die hören gerne zu. Und vielleicht wissen sie sogar, dass du hier bist. Meyer arbeitet mit Bowie und den anderen tagsüber im Studio. Nächtliche Eskapaden und Drogen sind nicht sein Ding. Mit seiner Frau lebt der 33-Jährige in der Nähe des Kudamm in der Keithstraße. Dort bekommt er eines Morgens überraschend Besuch. Eines Morgens klingelte es an der Tür und wer stand vor mir? David Bowie und Iggy Pop. Und good morning. Also ich hatte so das Gefühl, die haben die Nacht durchgemacht. Ich war ganz verblüfft, ja, weil da hatte ich also natürlich nicht mit gerechnet. Und habe sie dann eingeladen und habe Kaffee gekocht und habe Brötchen geholt. Und wir haben dann also da gefrühstückt und Smalltalk gemacht. Und bei der Gelegenheit habe ich also dann mein Gästebuch gezückt und habe ihnen das vorgelegt. Und dann hat er in diesem Gästebuch eingetragen, could I interest you in a new Hoover, weil er der Meinung war, er hätte wie ein Staubsaugervertreter vor meiner Tür gestanden und geklingelt, ohne sich vorher anzumelden. Bei seinen nächtlichen Streifzügen durch Berlin landet David Bowie auch immer wieder im bekannten Nachtclub Scheromihag in Schöneberg. Das war ja weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Das hat einen Begriff. Nicht ob David Bowie, Udo Lindenberg, Freddie Mercury. Es gab ja keinen Weltstar, der nach Berlin kam, der nicht zu Rumihag ging. Die Shows der Chefin sind legendär. Rumihag, eine transsexuelle Niederländerin.
ein Travestie-Star und einfach aufsehenerregend. Als ich Romy das erste Mal gesehen habe, da habe ich erst gedacht, ich falle in Ohnmacht, so schön. Ja, sie war so, also man konnte sie immer nur angucken. Ich musste immer nur gucken, ich dachte immer, mein Gott, wie kann man so schön sein? Ich hatte auch viele schöne Frauen geschminkt, aber Romy, ach, das war ein Genuss, nicht? Romy ist einfach auch menschlich Holländer. Großzügig, tolerant, ja. Funny how a breaking heart can make me start to say what good is mine. David Bowie erliegt der Anziehungskraft von Romy Haag. Eine Liebe erstrahlt und verglüht nach einigen Umlaufbahnen. Wenn sie ihr This is my life am Schluss gesungen hat nach ihrer Show und reißt sich die Perücke ab und schmiert sich dann hier das ganze Make-up durchs Gesicht und so, da haben die Leute getobt, gebrüllt und geschrien.